Ein kiffender Pensionist aus Hendorf ist heute am Landesgericht zu 2 Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Der Pensionist ist Schmerzpatient und sagt, nur Marihuana lindere sein Leiden. Seit 4 Jahren baut der Mann selbst das verbotene Kraut an und hat den Cannabis Social Club gegründet, der sich für die Legalisierung von medizinischem Marihuana einsetzt. Trotz des Schuldspruchs heute will der Mann weiter kiffen und verlangt die Legalisierung, so wie jüngst in Deutschland. Christine Hakenbuchner berichtet. Seit 4 Jahren baut der ehemalige Lkw-Fahrer Cannabis für den Eigengebrauch an. Keine Medikamente, nicht einmal Morphium, hätten seine Schmerzen so gelindert wie der Tee aus den Blüten und das Öl aus der Hanfpflanze. Um auch anderen Schmerzpatienten zu helfen, gründet der 57-Jährige den Cannabis Social Club, der sich für die Legalisierung von Cannabis als Medikament einsetzt. 5 Patienten soll er laut Anklage ebenfalls mit Cannabis aus Eigenanbau versorgt haben. Das Gerichtsverfahren hat lange gedauert, denn mehrere Gutachten sind verfasst worden. Für heute hat der ehemalige Präsident der österreichischen Schmerzgesellschaft eine Expertise verfasst. Der ist eben zum Schluss gekommen, ich kann mir so viel Cannabis anbauen, dass ich mir mehr Öl machen kann. Das heißt, mir hilft einfach das Cannabisöl. Also das ist für das Endcannabinoidensystem und das hat jeder Mensch und dadurch kann das so wunderbar helfen und ich habe das Morphium weggebracht. Dieses Gutachten führt dennoch nicht zu einem Freispruch. Im Gegenteil, 2 Monate bedingt lautet das Urteil, für den Pensionisten unverständlich. Mir tut auch nur der Richterrat, der hat die Ausführungen vom Arzt gehört und der sagt dasselbe wie ich. Und wenn der Richter da nicht drüber urteilen kann, nachher, ist das ein Gesetz gegen Menschen und nicht für Menschen. Ich habe mich nur aufgeregt, weil sie wissen, dass man hilft und sie nehmen es immer wieder weg. Der 57-Jährige will das Urteil beeinspruchen und weiter selbst Hanf anbauen. Den Kampf für die Legalisierung von Cannabis will er mit seinem Verein weiterführen.